Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Through the Woods. Durch die Wälder, ein Third-Person-Indie-Horror-Adventure entwickelt von Antagonist. Wir spielen die Demo, das Spiel basiert auf der Unity Engine und ist ganz neu in Steam erschienen und soll im Oktober 2016 in der finalen Version erscheinen. Through the Woods erzählt die Geschichte einer Mutter, die ihren vermissten Sohn in den Wäldern von Norwegen sucht. Das Spiel soll sehr atmosphärisch sein und basiert auf den verschiedenen Sagen und Geschichten Norwegens und schickt uns auf eine unheimliche und dunkle Reise durch den Wald. Ich habe es ganz kurz angespielt in der Demo. Es gibt jetzt nicht so wirklich viel an Möglichkeiten, die wir hier einstellen können. Das lohnt sich gar nicht, da reinzuschauen. Ich weiß auch nicht, wie lange diese Demo gehen wird. Ich spiele einfach drauf los und wir schauen mal, wie lange das Let's Play wird. Unter Umständen werden es vielleicht auch zwei Teile, unter Umständen drei, wer weiß das schon. Egal. So, genug geschnackt. Ich würde sagen, wir fangen mal an. When I saw Espen's jacket there on the ground, it felt like something inside me broke. I suddenly realized that this was really happening. He'd been taken from me. I was his mother. I was supposed to protect him. He trusted me and I let him down, as I had so many times before. I promised myself I would find him and bring him back. I just hoped that was a promise I could keep. Ich schwöre mir, ich werde ihn finden und zurückbringen und ich hoffe, dass ich dieses Versprechen auch halten kann. Wir haben eine Taschenlampe und viel mehr haben wir auch nicht. Es gibt noch, mit der Taste E können wir noch Sachen benutzen, aber ansonsten gibt es hier nicht und ich bin hier nichts an Controls im Moment. Und ich kann nur sagen, das Spiel läuft sehr flüssig und es sieht richtig klasse aus. An die Third-Person-Perspektive muss ich mich persönlich ein bisschen gewöhnen. Bin ich ja sonst so normalerweise gar nicht. Fast alles nur First-Person, was ich spiele. Haben wir denn hier irgendwie so eine kleine... Können wir springen? Ne, wir können nicht springen. Wir können laufen und wir können schleichen und das war's dann auch schon. Ich weiß gar nicht, ob man irgendwie Batterien braucht für die Taschenlampe. Da geht auch ein Baum drüber. Ich weiß nicht, ob wir da drüber klettern können. Wir sollten in der Möglichkeit nicht herunterfallen. Okay, so hier und da geht dann doch die Framerate noch in den Keller. Huch, was ist das? Mirkstad. Könnte man jetzt Norwegisch, ne? Ich weiß nicht, ob es das Wort überhaupt wirklich gibt im Norwegischen. Hier durchzufallen. Das klingt nicht besonders einladend. Ich muss mal ganz kurz, ich glaube, ich gehe mal doch auf die Grafikeinstellung. Wir stellen die mal auf Mittel. Mal gucken, ob die Framerate dann ein bisschen stabiler bleibt. Nee, nicht wirklich. Okay, nochmal kurz rein. Stellen wir die mal hier hin. Man sieht irgendwie gar keinen Unterschied. Vielleicht muss man die Demo auch neu starten. Was ist das hier? Irgendwie so ein verlassenes... Kleine verlassene Siedlung mitten im Wald. Altes Bett. Überall kreisen die Raben hier rum.
Es hat eine richtig schöne Atmosphäre, das Spiel, kann man gar nicht anders sagen. Wollen wir die Tür öffnen? Okay. Ob wir hier irgendwas finden? Ein alter Helm. Da liegt auch irgendwas. Irgendwelche Schmuckstücke oder sowas in der Art könnten das sein. Was hängen denn hier für Haken? Ach, da haben die... Das sind so Fleischerhaken oder sowas. Kommt hier nicht durch. Ne, kommen wir nicht durch. Die Steuerung ist etwas träge. Ich muss mich da echt ein bisschen einspielen. Hello? Schauen wir mal hier, kommen wir denn hier hin? Können wir hier durchgehen? Okay, schauen wir mal hier in das Haus rein. Kochstelle. Was ist hier für eine Siedlung? Irgendwie ein Holzfällercamp oder sowas? Place looks abandoned. Ja, sieht verlassen aus, genau. Hier liegen überall so Wikingerhelme und sowas. Wikingerhelme hatten ja bekanntlich keine Hörner. Nicht wie man es fälschlicherweise in vielen Filmen immer sieht. Ah, hier, was haben wir denn hier? A bit further on, he found a crooked ram's horn, and soon he found the other. Look at what I found, boys, he shouted. What did you find now then? Said his brothers. Two ram's horns, answered Askeladden. Throw them away. What are you doing with them? They said contemptuously. No, I have things to do, and these will do, said Askeladden. Oh, das haben wir mitgenommen. Können wir hier auch rein? Eine verlassene Siedlung mitten im Wald. Kann man eigentlich die Subtitles auch auf... Naja, kann man umstellen, okay. Hätte ja können sein, dass man die schon auf Deutsch stellen kann. Noch so eine Öllampe. Es scheint doch irgendwie was... Ach nee, ich dachte gerade, das wäre eine Schaukel, aber das ist auch nur so ein Gestell mit so Fleischerhaken dran.
Und hier liegt auch wieder so ein Helm und auch ein Buch. The Old... Was? Moment. The Old Bastard came to the village yestereve. The Craven Warson took John's boy away. The Bastard, no one saw him come. Through we set a watch some weeks ago. The boy didn't make a sound. The wretched thing. We'd all a mind to go up there at last and put an end to this, but for the gates. The cursed gates won't open to those such as us. All we can do is bide and hope John's boy was the last. The corruption of the man, his heart, if he has one, must be rotted as a month's dead swine. And our gods do nothing. A curse on the whole festering pile of them. And curse on the murdering bastard, Eric. Okay, Eric ist der Bösewicht. Das haben wir auch eingesteckt. Was war das? Was war denn das? Es scheint irgendwie... Sieht fast aus wie eine Kirsche. Aber was war das für ein Schrei? Klingt ja sehr einladend. Oh shit. Na toll. Oh shit. Hello? Is someone there? Ich höre Schritte. Nee, keine Waffen oder sowas. Inventar? Nee. Ich will nur die Taschenlampe anmachen. Sonst können wir wirklich nichts machen. Boah, wie krass, diese Kronleuchter, die sind aus Geweihen. Krass. Ich will hier wieder raus. Oh Mann. Also an Atmosphäre mangelt's nicht. Definitiv nicht. Gehen wir mal hier hoch, schauen wir mal, was hier oben ist. Krasse Lichtstimmung in diesem Spiel. Echt der Hammer. Boah, ein altes Schwert. Können wir das mitnehmen? So, Seite 1 von 5. Eric told us tonight of the pact and the war long ago. 'Tis said ye could hear the terror of Ragnarok all around, even as our people were brought here to safety. The earth shook, huge structures of Asgard fell from the sky,
over by the mountain we now call Varkfjeld. Fenrir killed Odin, laid waste to nearly all the world, only we on Hotmimi's hold remained. Also nur wir auf Hotmimi's hold blieben verschont oder blieben am Leben. Aber auch mal eingesackt. Können wir hier nicht irgendwie was aufmachen oder so? Nee. Können wir hier runterfallen? Nein, können wir auch nicht. Gehen wir mal gerade noch hier zurück. Scheiße, was war denn das? Hier scheint sonst nichts zu sein. Okay, also hier wieder runter. Hier geht's noch rein. Wieder so ein Helm. Schläft schon. Ich glaube, der schläft schon länger. Oh shit. Scheiße. Goddammit, who's there? Where's my son? Oh Mann. Irgendwas runtergefallen. Boah, ich traue mich gar nicht irgendwie zu sprechen. Die Atmosphäre hier so düster ist. Das ist echt der Hammer. Unglaublich. Hammer 8. Hammer 8. Können wir hier reinschauen? Nee. Schade. Denn hier mit dem Haus kommen wir. Achso, das ist nur so ein Unterstand. Okay, hier ist nichts drin. Boah, krass, Leute, krass.
Ne? Ist das keine Tür hier? Ne, scheinbar nicht. Sieht so ein bisschen aus wie so Steine von Stonehenge, wo man irgendwie Sterne anpeilen kann. Apropos Sterne, guck mal da, da ist der große Wagen und da ist der Mond. Und er sieht so aus, als wäre irgendwas im Mond eingeschlagen. Sieht aus, als wäre er irgendwo gegen getitscht. Jetzt will ich doch mal was schauen. Warte mal. Kann man hier irgendwie... Kann man da durchschauen? Ne, geht nicht. Hm, okay. Heiliger Bimbam. Ach du Scheiße, hab ich mich jetzt erschrocken, ey. Fuck. Holy shit. Was war das denn? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Boah, Leute, eins ist klar. Dieses Spiel werde ich definitiv let's playen. Krasse Sache. Was eine Nummer, ey. Boah, war das übel. Was war das? Was war das für ein Monster? Das kam hier von der linken Seite irgendwo. Gehen wir mal hier hoch auf diesen Hügel. Toll, als wäre die Stimmung nicht schon atmosphärisch genug. Jetzt zieht auch noch ein Gewitter auf. Oh Mist. Aber was war das eben für ein Schrei? Was war das eben für ein Schrei? Ich kenne mich leider auch mit norwegischen Sagen und Mythen nicht aus. Ich weiß nicht, was die da so für Gestalten in ihren Geschichten im Wald leben haben. Wenn es jetzt in Kanada spielen würde oder in Alaska, dann würde ich sagen, wir suchen Bigfoot. Aber ich glaube, den gibt es nicht in Norwegen. Aber in Norwegen gibt es sowas Ähnliches. Ich glaube, ich habe da mal was von gehört. Bin mir nicht ganz sicher. Ich muss mir wirklich mal nach dem Let's Play mal ein bisschen recherchieren. Ein bisschen Angst, so nah an die Klippen zu gehen. So ein bisschen Input-Lag hat. Und wenn ich da einmal runterrutsche, dann hat sich das Thema erledigt. Okay, gehen wir mal zurück auf den Weg. Wir kamen hier runter und dann müssen wir hier rechts durch. Bleiben wir mal hier auf dem Weg. Folgen dem einfach mal. Boah, ich hab triefnasse Hände, gell? Das gibt's ja gar nicht, ey. Weg hier, da gabelt der sich hier so ein bisschen. Nee.
Dachte, es ging vielleicht hier so rüber. Boah, krass, Leute. Ja, sorry, dass die Framerate manchmal ein bisschen in den Keller geht. Es tut mir leid. Aber wie gesagt, es ist nur eine Demo. Und ich bitte daher auch darum, in den Kommentaren das Spiel an sich zu bewerten und nicht jetzt irgendwie... Huch, wieder so ein Stein. Mirkstad. Stad heißt doch bestimmt Stein. Vielleicht ist es so eine Art Speicherpunkt oder sowas. Könnte auch sein. Kommt denn das Gewitter her? Es sind doch kaum Wolken am Himmel. Mach mal die Taschenlampe ein bisschen aus. Mal schauen, wie die Framerate sich dann verhält. Braucht man jetzt auch nicht unbedingt die Taschenlampe. So extrem dunkel ist es ja auch nicht. Nur vielleicht so in den Räumen drin oder so. Bin ja auch mal ein Stück laufen. Hier unten könnte der Fluss sein, ne? Kann das sein? Aber auf jeden Fall geht's da übelst tief runter. Ja, und wir suchen unseren Sohn, der hier im Wald... vermisst wird. Jetzt geht's auch noch in eine Höhle rein. Ach du Scheiße. Da drüben geht's irgendwie weiter, aber wie kämen wir da hin? Oder man kann von der anderen Seite auch da reingehen, das könnte natürlich auch sein. Ach, guck mal, da ist ein Durchgang. Achso, es geht sowieso nur hier weiter, okay. Irgendwas. When I saw Espen's jacket there on the ground, it felt like something inside me broke. Oh Gott. I suddenly realized that this was really happening. He'd been taken from me. His coat, his little coat, lying in that dark place. I was his mother. I was supposed to protect him. He trusted me and I let him down, as I had so many times before. His jacket was a symbol of my failure. I promised myself I would find him and bring him back. I just hoped that was a promise I could keep. Und das war jetzt die Jacke unseres verschollenen Sohnes und wir machen uns Vorwürfe, weil wir die Mutter sind und uns vorwerfen, dass wir ihn beschützen sollen und das nicht geschafft haben. Und die Jacke, die wir gefunden haben, hat uns jetzt innerlich einen Todesstoß verpasst. Ja, und das war die Demo von Through the Woods. Ich bin echt gespannt, wie dieses Spiel weitergeht. Es macht verdammt viel Spaß. Das Englisch ist relativ kompliziert. Also ich habe das ja eben versucht zu lesen. Ich habe das auf, hab mir gedacht, kannst du das so on the fly übersetzen? Aber das hätte nur stellenweise geklappt. Also das Englisch ist relativ schwierig und darum halt keine deutsche Übersetzung jetzt hier. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, wie findet ihr Through the Woods, durch die Wälder? Ich persönlich kann nur sagen, es ist ein sehr, sehr atmosphärisches Spiel, macht verdammt viel Spaß. Und Third Person, auch mal was Neues, so für mich persönlich.
Und ja, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich bin an der Stelle raus. Und ja, wir sehen uns in einem anderen Let's Play. Macht's gut, bis demnächst und tschüss.